Hallo meine Lieben, da bin ich wieder, genau an dem Punkt, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und ich muss leider Punicorn spielen lassen, die hat mich dazu gezwungen. Ja, weil ich das spielen will. Aber ich habe keinerlei Ahnung von Steuerung. Oder was ich machen du muss. Du musst, warte. Na, du musst wieder zurück zu diesem Ding da, ja genau, zu dieser Blume da. Und dann drückst du da drauf, glaube ich. Nein. Auf X. Ja, da müsste eigentlich jetzt Winter werden. Genau. Und dann fängt nämlich dieses Ding an, da die... Und da muss dann irgendwo, muss da... Da ist er, genau. Jetzt und muss ich auch hoch können, ja. Genau, und jetzt kannst du da hoch. Da war ich beim letzten Mal, wo ich da dran vorbeigelaufen bin und ja. Ja, ich mag das Spiel, das ist voll schön. Wo ist meine Uhr? Ich muss genau wissen. Wir haben 25. Okay. Also orientiert dich. Ja. Da brauchst du. Und versuch mal, ob du so hoch kommst. Ich könnte sein. Ja. Rüber. Ja, ja, rüber. Einfach da. Ah. Achso, das war's, okay. Da brauchst du auf jeden Fall so ein Krabbeltier, so wie das aussieht. Aber woher? Muss ich welche von dort hinten mitnehmen? Nee, das Krabbeltier würde nicht da hochlaufen, das wäre Quatsch. Vielleicht muss ich einfach wechseln. Ja, versuch das mal. Dass ich dann irgendwie da drauf komme. Nee, also ich hab's nicht geschafft, auf diesen Wasserstrahl hochzuspringen, aber probier mal. Vielleicht kommt auch ein Luftstrahl oder so. Okay. Guck mal, ob du in den See schwimmen kannst. In dem See. Weil da ist er jetzt aufgetaut. Du kannst aber nur geradeaus, ne? So nach hier nach unten oder so kannst du nicht, ne? Nee, nur geradeaus. Okay. Ja, und springen kann ich dann nicht, also... Muss ich nochmal zurück... Ah, jetzt ist der Kleiner. Der auch. Alle Achtung! Ja, gut. Für so eine kleine Knospe bist du ganz schön gerissen. Dankeschön. Und du wirst sehen, wenn du erst einmal dieses zweite Fragment absorbiert hast, wirst du noch pfiffiger sein. Was malt er jetzt? Du musst, Das sind wahrscheinlich Federn. Und das andere war vielleicht was vom Bär. Das kann sein. Sieht aber schön aus. Mhm. Ich mag die nicht, die da spricht. Wie ich mir. Ja, die ist ein bisschen komisch, ja. Ne? Finde ich auch. Ein bisschen seltsam. Wer weiß, was das da ist. Ob das alles so richtig ist, was wir da machen. Die verspricht mir Sachen, die eh nicht erfüllt werden können. Mal abwarten. Ja, geil. Vielleicht. Aber ich bin sehr gespannt auf das Ende. Ja, ich also auch. Wie das ist. Ich auch. Ach so, ja, jetzt wird der Weg wieder versperrt, dass du da nicht mehr runter, also da lang kannst. Jetzt dahinter gehen. Ja, ja, du musst jetzt wieder da in diesen Kreis. Da in diesen Kreis, genau.
mag das Rotlicht, ey, das ist echt grell. Der Herbst. Die Farben, die Gerüche. Das ist wirklich meine liebste Jahreszeit. Meine nicht. Wir könnten diesen Moment genießen, wenn dein Fuchs nur Ruhe geben würde. Weil dann alles anfängt. Es gefällt ihm sicher nicht, dass wir ihn derart benutzen, aber wir haben kein anderes Tier zur Hand. Wir haben erst die Hälfte hinter uns. Er wird uns also noch ein wenig länger aushalten müssen. Vielleicht solltest du versuchen, ihn zu beruhigen. Wo ist denn der? Ist er da hinten? Nee, ich glaube wahrscheinlich in eine andere Richtung. In die andere Richtung. Weil wir sind diesmal ja von der Seite, von der Richtung gekommen. Und beim anderen Mal bin ich von einer anderen Richtung gekommen. Ja. Ach, bin ich schon. Ich dachte, der rennt jetzt weg oder so. Dann wäre das Spiel vorbei. Dich mag er wenigstens. Das ist ja schon mal was. Ich hatte es dir ja versprochen, kleine Knospe. Nun, wo du zwei Jahreszeiten absorbiert hast, kannst du sie nach Belieben einsetzen. Jede Jahreszeit ist einzigartig und verwandelt die Elemente, die dich umgeben. Zögere nicht, die Macht der Jahreszeiten zu nutzen. Und zwar wo du willst und so oft du willst. Also, kleine Knospe, welche Region wirst du jetzt erkunden? Du hast die Qual der Wahl. Wo soll ich hin? Aber wenn ich dir einen Vorschlag machen dürfte. Du kannst die Macht der Jahreszeiten nutzen, um Zugang zu dieser Höhle zu erhalten. Aber ich zwinge dich zu nichts. Mach, was du willst. Das hat die ja gerade gezeigt. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Ah, guck mal, es kommt ein neuer Knopf dazu. Oh, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum ich die nicht einsetzen kann, die Jahreszeiten. Jetzt geht's. Und dann aussuchen, welche wahrscheinlich. Ah, da kann ich hier aussuchen, Herbst oder den Winter. Ja, cool. Aber wie mache ich das? Ah, ach so, okay. Aber in welche Richtung muss ich jetzt? In irgendeine Höhle. Also da hinten würde ich glauben, oder? Ja, geh einfach mal, wir gucken mal, wo es lang gehen könnte. Aber sind die Wege nicht mehr schwer? Hinten raus, ja. Sind die Wege auf jeden Fall versperrt, aber irgendwo muss es ja dann da weitergehen. Ja. Da war das, ja. Aber das ist doch keine Höhle. Da, geh mal zurück. Und jetzt da unten, wenn das geht. Da lang, ja. Nee, das geht's nicht. Okay. Das war das doch, was sie angezeigt hat, oder? Ich glaube auch. Ja. Ach so. Oh. Genius. Hey, das sieht cool aus. Und gruselig. Ja, die Augen von dem, ne? Die haben voll geleuchtet. Ja. Ah. Ja, da muss ich muss wechseln. Gut gemacht, kleine Knospe. Du hast verstanden, wie du dir die Macht der Jahreszeiten zunutze machen kannst. Das trifft sich gut. Der dritte Hüter befindet sich hinter dieser Höhle. Autsch. Los, kleine Knospe, geh. Verlier keine Zeit. Oder muss ich auch mal? Ja, wahrscheinlich. Gehen wir in die andere Richtung. Das ist gruselig. Wieso bewegt sich das? Oh. Nee, von da bist du gekommen. Geh mal unten lang. Ah. Ja. Oder bist du von da gekommen? Nee, das ist unten drunter. Boing, boing. Da musst du wahrscheinlich da runter. Autsch. Ich hab keine
soll ich erstmal gucken, ob in der anderen Richtung ist. Das ist besser. Es wird schon richtig sein, sonst könntest du ja, dann nicht weiterlaufen. Ja, weil da ist auch ein Weg. Okay. Das dann, dass du da wieder hoch kannst wahrscheinlich. Ja, dann gehe ich mal durch. Wie sie sagte, am Ende der Höhle. Man weiß, wo die ist. Na, na ja, gut, wo geht's ab? Wieder so ein... Was ist das denn jetzt für ein Ding? Wo muss ich das hinmachen? Guck mal, da ist so ein Pilz. Guck mal, der läuft... Ja, ich weiß, ich muss da klappern. Aber es ist voll kurz. Nee, das geht nicht. Also, ich glaube, da muss ich das rüberbringen. Ja, wahrscheinlich. Oh. Ist er jetzt ertrunken? Oh, ist ja nett, dass er jetzt ertrunken ist. Das könnte sein. Ich habe keine Ahnung. Fall. Oh ne, bitte sei nicht ertrunken, bitte. Ich hoffe, da gibt's noch mehrere davon, ey. Ich hab keine Ahnung, so weit war ich ja noch nicht. Jo, wenn, dann hab ich's grad voll verkackt. Vielleicht kommt da ja noch mal einer raus, mach mal neu, Herbst. Mal da drauf, weil diese Pilzding ist gekommen, weil da genau. Die sind irgendwie voll komisch. Das ist voll lustig. Aber ich hab keinen Plan, was die machen sollen. Und jetzt machen wir den Herbst. Bell den mal an. Okay, das bringt nichts. Könnte da sein, weil ertrunken ist er ja. Ich habe keinen Plan, ehrlich gesagt. Oder muss ich den da hinten explodieren lassen? Wenn der überhaupt explodiert, kann dann was er macht? Nee, weil das ist ein anderer Pilz. Keine Ahnung, was der macht. Soll ich den nochmal zurückscheuchen? Oder spring mal drauf. Vielleicht kannst du auf den drauf springen. Nee, kannst du nicht. Ja, keine Ahnung. Weil so, du kommst ja da, kommst du hoch, aber du kommst ja da das, nicht weiter. Ja, und das Ding geht auch nicht hoch. Also das kann nicht. Nee. Ja, dann versuch mal auf die andere Seite, ob da irgendwas ist. Ja, ach, scheiße, jetzt kann er da nicht mehr. Ja, dann du musst einen neuen holen. Ja. Die hängen vorrätig am Pilz. Ja, das, ja gut, das wird schon sein. Ah, dahin. Ah, okay. Jetzt weißt du Bescheid. Oh, wie cool. Also immer wenn so ein blauer Ding ist, dann musst du so einen Pilz da. Ja gut, das muss man erstmal rausfinden. So, kommst du so nicht hoch? Genau. Oh.
Aber mal kurz eine Pause. Mal ans Telefon gehen. So, da sind wir wieder. Kurze Pause. Jo. Machen wir weiter, würde ich mal sagen. Würde mal sagen. So. Machen wir weiter. Ich würde stark behaupten, dass wir jetzt in den Winter machen müssen, weil das Ding sich nicht bewegt. Oder muss ich das anbellen? Ah, ich muss das anbellen. Was macht das jetzt? Wo springt das hin? Wo rennt das hin? Aber ich muss trotzdem in der Winter... Wahrscheinlich in die andere Richtung. Ja, aber ich muss wahrscheinlich trotzdem in den Winter, weil das ertrinkt doch auch. Das saugt Wasser. Sich doch voll. Das saugt Ach so, sich doch ja, voll. Das... Ja, stimmt. Das saugt sich voll. Stimmt, das muss im Wasser. Ah ja, das springt wenigstens. So, und jetzt? Keine Ahnung. Mach mal Eis oder was? Wo muss das denn hin? Kann ich denn Eis machen? Normalerweise, ja. Und jetzt bell das mal an. Na na. Ich hab keinen Plan, wo ich hin muss. Ja, frag mich nicht, ich weiß es auch nicht. Die Richtung wo dieser ständige Wechsel. Ja, es ist aber logisch, ne? Umso weiter du kommst, umso komplizierter wird es dann, ne? Ja. Wo ist das hin? Das weiß ich nicht. Ja, weiter. Also da ist so gleich hier. Dann muss ich jetzt wieder Eis machen. Gehe ich einfach mal von aus. Und dann geht's wieder runter. Ja. Bin gespannt, wie du da nachher wieder hoch. Ja. Bist du dir sicher, dass du in die richtige Richtung gehst? Dann gehe ich halt in die andere Richtung. Ich hab hier keinen Plan, ich falle nur. Ja, am Ende der Höhle der hat Der Graben, der sich dort ne, unten befindet, ist sehr viel breiter, als es den Anschein hat. Ich bin mir nicht sicher, ob dein Fuchs weit genug springen kann, um ihn zu überqueren. Oh. Ah. Das packt er echt nicht. Was mache ich dann? Brauchst du ja so einen Filz. So einen. Ah. Nee, runter, 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 runter. Ja, ich hab's gesehen. Was jetzt? Nee, der ertrinkt, der ertrinkt. Das mache ich jetzt. Und jetzt dann da hinten ist wieder so ein blauer Filz. Da, ja. Das Spiel macht so Spaß. Ich mag das voll. Es ist nur empfehlenswert, ohne Witz. So, und jetzt kannst du. Super. Mit ein bisschen mehr Anlauf. Ja, und das, Ich glaube, der andere Pilz ist noch da. Ja, ja, der ist, der bleibt jetzt. Eine, weil ich nämlich gerade Winter gemacht habe und deswegen. Aha. Nee, der geht ja dann nicht so leicht entmutigen, wie ich sehe. Du hast recht. Wenn man ein Problem nicht mit seinen Pfoten lösen kann, muss man es mit dem Köpfchen tun. Das ist wieder so ein Ding, dann brauchst du wieder so einen Pilz. Stell das mal an. Hm. Okay, macht nichts. Das verfolgt dich aber.
Soll ich mal da hochgehen? Probier's. Glühwürmchen. Das heißt, dass du nicht mehr weit vom Ausgang entfernt bist. Allerdings müssen wir dich erst vorbeilassen. Hä? Das ist irgendwie cool. Schwebende Steine. Leichter. Irgendwie. Was muss ich hier machen? Geh mal weiter da auf den Pilz. Kann ich ja nicht, das ist ein Stein. Oh. Dann hat das was mit den Glühwürmchen zu tun, gehe ich mal von aus. Ja. Ach so, okay, ich hab's verstanden. Ah, okay. Für den Weg brauche ich das Muster. Und für den Weg brauche ich das Muster. Okay. Welches soll ich als erstes gehen? Den Weg oder den anderen? Mir ist das egal. Okay, ich als erstes gehen. Nee. Wie war's wohl schon? Oben. Ich hab falsch gesehen. Ja, du hättest erst oben und dann und nach unten. Ich hätte von der anderen Seite anfangen müssen. Ich wollte nur bellen. Genau. Und jetzt nach unten und dann hast du es. Ja. Jetzt habe ich das. Ja, jetzt geht der Stein weg. Dann, ich brauche jetzt nur noch den Weg. Bleiben die Steine denn weg? Ich hoffe es mal. Aber ich denke schon. Vielleicht. Muss ich ja bei dann da so ein Ding. Okay, jetzt hast du die. Ah, ja, okay, doch, die bleiben nicht. Ja, was soll ich machen? Also. Ja, probier aus. Geh erst erstmal auf irgendeinen Weg und dann guckst du mal, wo du lang musst. Ja, dann geh ich dahinter, würde ich mal sagen. Ja, weil es ist eh gleich dann Zeit. Ja. Vielleicht schaffen wir es noch bis zum Hüter. Wasserfall. Ich bin wichtig. Ja, keine Ahnung. Einfach laufen, einfach mal ausprobieren, weil ich würde jetzt auch nichts anderes machen. Weil ich kann nicht hell sehen, wo du hin musst. Schade. Ach ja. Jetzt Wasser. Kommst du da raus? Nein. Damals war dieser Fluss voller Lachse. Heute sind es nicht mehr viele. Und ich glaube, ich weiß, wer dafür verantwortlich ist. Oh, ein Biber oder sowas vielleicht? Was meinst du, was sein nächster Hüter ist? Das werden wir, ich glaube, jetzt sehen. Vielleicht ein paar Fisch. Ach, nee, ein Aal. Ein Aal. Wie ein glitschiger Aal.
Ey, Sommer fliegt. Oder ist es Frühling? So. Bell den mal an. Ah, dann geh mal ein Stück hoch. Geh mal ein Stück hoch. Frühling. Es ist der Frühling, ja. Ach, schön. Gut, dann würde ich sagen, machst du da nämlich jetzt Stopp. Wir machen hier nämlich... keine Ahnung. Wir machen jetzt hier Stopp, weil die Aufnahmezeit ist nämlich vorbei. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Würde ich auch sagen. Natürlich wieder mit mir. Ja.